Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Apex Bull und wir spielen wieder Total War Three Kingdoms. In der letzten Folge haben wir hier Kong Rong den Krieg erklärt. Und ich habe eigentlich gesagt, wir greifen hier gleich an. Aber mir ist aufgefallen, die haben keine Vorräte. Das heißt, wir werden sie aushungern. Dafür wurdet ihr ausgebildet. Kein direkter Angriff, wir warten auf ihren Verschleiß. Die Hauptarmee ist hier unten. Wir könnten Liu Bei mal weiter nach Süden marschieren lassen und schauen uns mal diesen Nutztierhof hier an. Wie hoch ist die Garnison? Holy fuck, okay, die haben doch eine ganz ordentliche Garnison. Positionieren Liu Bei hier, würde ich sagen, auf dieser Brücke und er soll hier in den Hinterhalt legen. 70% Chance. Nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Des Weiteren die Unterstützung hier. Wie auch Guangxi haben wir erhalten. Einfache Märchen täuschen über große Wahrheiten hinweg, nach denen man leben und sterben sollte. Klingt ganz cool. Schauen wir uns mal die Charaktere an, wer das brauchen könnte. Vielleicht unser General hier. Braucht mal auf jeden Fall einen Anhänger. Geben wir ihn hier den Hocher. Und wir werden ihm anstatt diesen, anstatt der Wasseruhr, werden wir ihm hier dieses Teil geben. Weniger Unterhalt, immer gut. Okay, passt. Wir können die Runde eigentlich direkt beenden. Oh, shit, wir hätten noch was bauen können. Wir aber bieten Frieden. Ha, fuck you. Nope. Gier ist eine hässliche Eigenschaft. Okay, rückt hier weiter vor. Ah, fällt nicht auf unsere Falle herein. Beziehungsweise noch nicht. Ao Ying latscht noch immer durch unser Gebiet. Lest und prüft. Will noch immer der Typ jedes Mal, jede Runde verdauen. Ihr beleidigt meine Großzügigkeit. Okay. Sie ist also hier. Wir werden warten und schauen, was sie macht. Vielleicht will sie doch noch über diese Brücke. Schon wieder. Ein Sohn. Oh shit. Wo ist eine Krankheit ausgebrochen? Wir nicht. Zorn aus. Wir auch nicht. Wo ist eine Krankheit ausgebrochen? Hier wurde ein Hinterhalt entdeckt. Ja, da interessiert uns nicht. Und was zum Teufel hat es mit der Krankheit auf sich? Steht nämlich nicht da wo. Okay, wir werden uns mal die Baumöglichkeiten anschauen hier. Wir könnten hier das Ackerland verbessern. Das wäre keine schlechte Idee. Oder wir bauen hier die Siedlung aus. Ich glaube, wir werden die Siedlung ausbauen. Gut, okay. Soweit, so gut. Ansonsten gibt es gerade nichts zu tun. Die hier werden ausgehungert. Fast erleiden Verschleiß. Vielleicht fallen sie hier auf unseren Hinterhalt rein. Das wäre verdammt cool. Die Militärvorräte passen auch alle. Gut, beenden wir die Runde. Ich habe eine Bitte an euch. Wer will die Wasseruhr haben? Nope. Eure Entscheidung. Sicher nicht für 75. Dies sind unsere Bedingungen. Sie will in die Koalition, alle anderen lehnen ab. Ochse. Undankbare Ochse. Oh yeah. Sie ist hier in unseren Hinterhalt geraten. Wunderbar. Und wir werden das selbst kämpfen. Warum haben wir hier noch eine kleine Einheit dabei? Das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht ist
Eine Garnison oder sowas? Okay, ja. Wir starten das Gefecht. Okay, das ist die Garnison des Nutztierhofs. Sind ihnen zahlenmäßig super überlegen und die marschieren jetzt einfach dahin und wir können von allen Seiten angreifen. Wunderbar. Oh yeah. Wenn ihr aus dem Hinterhalt angreift, könnt ihr selbst entscheiden, wann ihr zuschlagt. Mhm. Okay, als allererstes checken wir mal die Kavallerie. Wir haben 1-2 Kavallerieeinheiten. Sollen bitte in Keilformation gehen. Und das allererste, was wir machen werden, ist schade, dass keine Fernkampfeinheiten, also dass keine zwei Fernkampfregimenter hintereinander marschieren hier. Okay, tun wir mal alle Einheiten hierher. So. Gut. Die Kavallerie wird den Angriff anführen und hier die Spitze treffen. Und zwar wirklich sofort. Am besten von beiden Seiten aus. So. Jo. Und die sollen direkt die Fernkampfeinheiten hier zerstören und vielleicht noch irgendwie was reißen, was die Säbelmiliz hier angeht. Des Weiteren, die ganzen Bogenschützen, da haben wir 5 Regimenter. Sollen wir die alle auf eine Seite packen? Wie machen wir das? Hier kommt sogar noch unsere Verstärkung dazu. Leider keine Feuerpfeile, aber es regnet so oder so. Dann fassen wir mal alle Speereinheiten zusammen. Und die ganze Säbelmiliz hier und die Generäle sollen auch in eine Gruppe kommen. Nice. Also hier brauchen wir nur den Befehl zum Angriff geben mit der Kavallerie. Hier werden wir, glaube ich, 3 Einheiten hier hinstellen. Ist das in Reichweite? Ja. Wir sollen hier auf die Speereinheiten schießen. Die anderen 2 können wir hier postieren. Davor am besten die Säbelmiliz. Mindestens 2 Einheiten. Das sehe ich selbst nichts. So viel Wald. Das ist so. Am besten. Ein bisschen verteilter. Holy shit, das ist wirklich dichter Wald. So, dass sie gleich da sind. Und in die richtige Richtung. Jo, gut. Die anderen beiden von der anderen Seite. Wir schauen, dass wir hier gleich die Spitze komplett zerschlagen. Hier kommt Verstärkung, das heißt, hier werden wir nicht mehr Einheiten postieren. Die sollen dann gleich hier hingehen. Wir haben noch einiges an Yi-Miliz, nicht Yi-Infanterie. Machen wir am besten 1, 2, 3 Einheiten hier. 1, 2, 3 hier. Und dann haben wir noch eine Einheit frei. Die werden wir hierhin postieren. Die soll sich hier um diese Einheiten kümmern. Yubei hierhin. Hier auch einen hin.
Und du, Guang Shu, darfst hier hin. Okay, sehr nice. Ich glaube, so passt das alles. Wir werden mal das Gefecht starten und gleich in die Pause gehen und dann unseren Angriff starten. Jo, die werden jetzt fürchterlich auf die Schnauze kriegen. Die dürfen alle feuern. Hier. Machen wir einmal so. Einmal so. Du forderst. Okay, kann sich nicht duellieren. Schade. Dann reit du hier rein. Einmal hier hin. Beziehungsweise hier hin und einmal hier hin. Ihr werdet hier hingehen, du auch. Okay, das heißt, wir haben hier allen Befehle erteilt, super. Ihr schießt bitte worauf? Einmal auf die Yi-Miliz und einmal auf die Bogenschützen hier. Okay, da werden wir hier diese angreifen und der Liu Bei kümmert sich um die. Hier voll rein in die Bogenschützen mit der Kavallerie und dann die Kavallerie sofort wieder zurückziehen, also sich den General hier schnappen, zack zack. Jetzt lieber auf die Speereinheiten hier und hier vorne die Spitze angreifen. Also hier. Ihr hier hin. Und ihr hier hin. Hier müssen wir irgendwie schauen, was wir tun. Ein bisschen ignoriert. Okay, wir haben aber eine Speerinfanterie, die sich darauf konzentriert und dann werden wir die Kavallerie vielleicht von hier vorne abziehen und in die Mitte schicken. Wie gesagt, wir bekommen noch Verstärkungen. So, es hat eigentlich jeder bis auf die, ihr habt auch eure Befehle, gut. Die Bogenschützen hier vorne müssen wir noch irgendwie einteilen. Einmal hierhin. Ihr hierhin bitte. Dann ihr hierhin und ihr hierhin. Wunderbar. Starten wir das Ganze mal. Go! Sie sehen sie! Okay. Jo. Ihr sollt fallen! Ja, also, holy shit, man. Kurz wieder Pause. Die Kavallerie hat hier die Bogenschützen schon komplett dezimiert. Wunderbar, 84 niedergeritten. Sofort wieder abziehen, die Kavallerie. Und in die Mitte schicken. Lass uns vielleicht ein bisschen mehr in die Vogelperspektive bringen. Okay, Kavallerie wieder raus. Hier hin. Und mit der das gleiche. Und dann schauen wir, dass wir in die Mitte gehen. Hier weiß ich nicht, ob der das gewinnt. Das sollte eigentlich ziemlich viel besser sollte der sein. So, unser Lieb. Der ist hier schon drinnen, der hat das generell eingeschalten, sehr gut. Und du? Setz mal blinde Wut ein. Okay, weiter geht's. Puh, die kriegen auf die Schnauze, bist du da. Hier drüben scheint auch noch alles in Ordnung zu sein. Ihr bist hier hin. Sie versucht abzuhauen. Ich reiß euer Herz raus! Ihr seid so schwach wie eure Worte! Liu Bei soll hier machen, was er. Ah, scheiße! Das habe ich mir gedacht, dass hier die Kavallerie abhaut. Wir werden hier unsere Bogenschützen retten müssen und mit der anderen Kavallerieeinheit werden wir hier angreifen. Okay, ihr konzentriert euch auf die hier. Scheiße.
Okay, go, go. Waffnet euch! Der hier ist auch. Ja, die brechen komplett ein. Unser Sieg ist nah! Schlag zu! Holy fuck, das ist vernichtend. Feindlicher Generalfeld! Jo. So, hier sollte endlich Verstärkung kommen. Ah, dauert noch. Das ist ein Timer. Ich habe gedacht, das sind die Einheiten, die kommen. Wie viele da kommen. So. Hier alles in Ordnung. Gut. Hier, hier rein. Und hier, hier hin. Jube. Oh. Ja, die rennen alle. Die kommen wieder zurück. Hier die Bogenschützen. Und sich darauf konzentrieren. Eine Einheit ziehen wir hierhin ab. Hier ist eigentlich eh mehr oder weniger alles gelaufen. Okay, hier geht's. Das war's. Wow, die haben auf die Schnauze bekommen. Holy crap. Genial. Wer ist noch da? Irgendwo ist noch. Ja. Excellent. Ja, wir folgen denen und metzeln den Rest nieder. Hier wird ein bisschen Friendly Fire sein, ist mir gerade egal. Das war's eh her. Wenn wir den Bogenschützen, sie sollen aufhören zu schießen, bitte. Genauso. Wir können mit der Kavallerie noch was holen. Und wir machen Fast Forward. Seht! Unsere Verstärkung ist auf dem Feld! Ja, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Kavallerie darf die verfolgen, ansonsten. Das war's. New Bay, hol dir noch ein paar. Der hat 164 getötet. What? Okay. Jo, das war's. Wunderbar, Gefecht beenden. Ein sicherer Hinterhalt, ein Achievement freigeschaltet. Gefecht beenden. Jetzt bin ich gespannt, wie wenig wir verloren haben, beziehungsweise wie viel. Okay. Kick in your face. Bei einem Sieg müssen wir bescheiden sein. 368 zu 2000. Holy crap. Und wir haben, was haben wir hier bekommen? Wir hätten gerne einen Nachschub. 10% ist viel. Für die Wiedervereinigung. Okay, sieht ja sehr gut aus für uns. Angebot nach. Er will beitreten, wie immer. Das ist eine Beleidigung. So. Man schau. Und hier, okay, da ist dem Krieg beigetreten. Dong Min hat Han befohlen, hier beizutreten. Gut. Han Fu ist jetzt ein Vasall. Fuck, man. Fu. So, wie viele Vasallen hat die jetzt noch? Kurz schauen, hier haben wir einen Steinaffen. 6 Zufriedenheit, 6 Instinkt. Und unser Liu Bei hat ein Level Up. Oh, ein Anfangsrang für Rekruten in der ganzen Fraktion, das ist cool. Hier könnten wir Naturverbunden nehmen. Wir werden aber trotzdem hier den Anfangsrang verwenden. Okay, des Weiteren, was gibt's noch zu tun? Schauen wir mal hier, wer ist unzufrieden? Du bist unzufrieden. Hast du euch schon eigentlich alles, was hier irgendwie Zufriedenheit gibt?
Dem können wir definitiv noch was geben. Du bekommst mal, ja, 2 Bissen ist okay. Ah, und dann nimm doch diesen Affen. Okidoki. Hier belagern wir weiter. Unsere Armee hier kann noch was machen. Ah, die sollten nicht... sollten sich nicht verstärken können. Jo, das werden wir delegieren. Holy crap, Liu Bei. Die Teile fügen sich zusammen. Und Kohle. Okay, der würde sich uns anschließen. Islam, wohltätig, streng und diszipliniert. Oh, wir nehmen... Okay. Wir werden ihn exekutieren und uns das hier schnappen. Er hat aber Sondereinheiten. Okay, wir nehmen ihn mit. Wir wollen die Sondereinheiten einsetzen. Für China! Ah, werden hier die Kohle nehmen. Ich gewähre euch Gnade. Schauen wir ganz kurz unsere Charaktere an. Das ist der, den wir dazu bekommen haben. Okay, der hat die... Geil. Der hat diese einzigartige Rüstung trotzdem. Er darf auch den... die Wasseruhr darf er auch haben. Viel Spaß damit. Das Recht hat uns den Weg gezeigt. Okay, wir können hier weiter vorrücken. Und wie sieht's mit unseren mit unserer Verstärkung, mit unseren Vorräten aus? Werden die mal aushungern? Wir haben genügend Militärvorräte. Wir hungern die einfach alle aus. Super. Passt. Ja, das ist uns eigentlich alles egal. Hier den Steinaffen haben wir auch schon eingesetzt. Wir können noch was bauen, und zwar in Pengcheng. Hier können wir weiter aufrüsten. Jo, das machen wir. Sehr gut. Nahrung haben wir auch genügend. 1000 pro Runde machen wir. Sieht das sehr gut aus. Und wenn wir das hier alles haben, können wir wirklich mal einen großen Krieg anfangen und schauen, wohin wir dann expandieren wollen. Na gut. Okay, wir beenden die Runde hier. Wir warten geduldig auf eure Antwort. Wir wollen unseren Eunuch, den setzen wir so oder so nicht ein, weil er minus 10 Zufriedenheit gibt. Und minus 4 Autorität, ja. Nehmt 10 bitte. Viel Spaß damit. An diesem Tag sind wir uns einig. Fong Rong ist hier beim Angreifen. Mit doch einigen Einheiten. Wir werden auch diese Schlacht selbst schlagen, sind hier in der Unterzahl, allerdings dürften unsere Einheiten bei weitem besser sein. Ach was, delegieren wir das Ganze. Ah, doch sehr viel verloren, holy crap. Wir haben hier eine Unterstützung bekommen. Wir wollen den Nachschub. Erneuert die Harmonie. Und belagern die weiter. Sie erleiden so oder so Verschleiß. Ach, ich hätte selber fighten sollen. Aber egal. Hier also die ganzen Friedensabkommen und so weiter. Jadevogel. Guan Zhu und Liu Bei, bessere Beziehungen, mehr Erfahrung für Liu Bei, super. Hier zwei Level Ups. 10 Moral auf feindlichem Gebiet, klingt gut.
Jo, nehmen wir das so Zubehör, darfst du natürlich... Ah, wir haben keins mehr frei. Shit. Ah, dann machen wir bei dir mal was. Und zwar hier werden wir... Was nehmen wir? Hier könnten wir auch Rache nehmen. Speerinfanterie. Hast du denn Speerinfanterie? Ja, du hast Speerinfanterie. Viel sogar. Okay, plus 10 Rüstung. Das nehmen wir. Sehr cool, alles zusammen. Okay, hier ist alles in Butter. Gebt ihnen Zunder! Könnten eigentlich angreifen. Ja. Ich will die Armee so schnell wie möglich im Süden haben. Der Himmel hat unsere Leidenschaft belohnt. Setzen wir das eine Ganze gute an. Siedlung. Und jetzt sind wir endlich zweiter Marquis. Haben 2000 Gold bekommen. Und sollen jetzt den Fraktionsrang Herzog erreichen. Okay. Ihr müsst die Gefühle und Wünsche eurer Feinde kennen, um sie zu besiegen und zu verblüffen. Der Tod hunderter Menschen kann vermieden werden, wenn ihr nur einen einzigen Spion bei eurem Feind einsetzt. Das ist mir klar. Gut, hier schauen wir jetzt mal, wie sieht's hier aus. Wir müssen das reparieren. Das ist ein Handelshafen. Gut. Die Armee. Der Eroberer kehrt zurück. Soll noch eine Runde hier in dieser Handelssiedlung bleiben und dann nach Süden abziehen. Des Weiteren können wir jetzt. Nach euch und eurem Erben haben die Minister die meiste Macht. Gebt euren ambitionierten, fähigen und wichtigen Generälen Ministerposten, da sie so dazu beitragen können, euer Kaiserreich zu formen. Okay, wir haben jetzt eben die Ministerposten offen. Ziemlich geil, haben einen zweiten Verwalter und hier werden wir, glaube ich, unsere treuesten Recken einsetzen, wobei das natürlich auch ziemlich viel Zufriedenheit gibt. Sagen wir mal Kanzler. Wer will Kanzler werden? So. 15 Einkommen aus Landwirtschaft. Alles, Das Einzige, was sich unterscheidet, ist also die Zufriedenheit, die sie bekommen. Wir werden das dem geben. Dem Neuen hier. Dann, wer will hier Verwalter werden? Dofu dürfte eigentlich, was kann er? Verwaltereffekte von Dofu, Positionseffekte, eine Armee. Ja, wir könnten das eigentlich so machen. Passt, geben wir das dem. Und wo kann der jetzt überall? Er kann entweder in Dong oder in Behai Verwalter werden. Ich glaube, wir werden ihn hier einsetzen, weil die Nahrung produzieren und wir bekommen von Landwirtschaft Kohle dazu. Passt. Aus allen Quellen. Fuck. Egal. Ihr könnt China nur unter eurem Banner vereinen, wenn ihr zum einzig wahren Kaiser über das Reich werdet. Das ist klar. Alle Kaiser ausschalten, das Endgoal. Okay, Fraktionsrat. What? Was ist hier? Rat einberufen. Sollen... cool. Sehr cool. Wir sollen also eine Siedlungsverwaltung, also aus der Kette Siedlungsverwaltung ein Gebäude errichten. Nachdem wunderbar. Ihr den Rat einberuft, werden eure Berater euch Lösungen zu akuten Problemen in der Fraktion anbieten.
Jedes Ratsmitglied hat dabei seine eigene Agenda. Dies findet Ausdruck in den Arten der Missionen, die sie vorschlagen. Das ist verdammt cool gemacht, muss ich sagen. Okay. Dann haben wir des Weiteren, gibt es jetzt noch Spionage. Wie zum Teufel funktioniert das? Neue Rekruten, Charaktere wählen. Okay, wir brauchen einen neuen Rekruten. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Würde gerne, wen wollen wir denn ausspionieren? Müssen wir dann auch noch entscheiden. Hier, der kostet am meisten. Wir nehmen mal den, der am meisten kostet. Der muss doch am besten sein. Okay, warum können wir den nicht einsetzen? Können wir nicht machen. Interessant. Warum? Müssen wir die zuerst generell rekrutieren wahrscheinlich. Also Du Chong, gehört er schon uns? Nö. Müssen wir rekrutieren, das machen wir jetzt schnell. Hier haben wir irgendwie... Achso, ja, das wird eh repariert. Ah, gut, dann... Hof. Okay, und den werden wir rekrutieren. Nice. Und der wird jetzt unser Spion. Ich kann ihn trotzdem nicht einsetzen. Warum? Achso, wir müssen... Ach, ich bin ein Vollidiot. Wir müssen natürlich eine Fraktion auswählen. Nehmen wir einfach mal Kong Rong und setzen den jetzt hier ein. Was bringt's uns? Deckung. Mit der Zeit werden eure Spione eine überzeugende persönliche Deckung aufbauen, durch die sie immer gewagtere Aktionen durchführen können. Ja. Je mehr Erfahrung, desto mehr Deckung. Gut. Ist jetzt mal so, wie es ist. Kostet relativ viel, aber probieren geht über Studieren. Hier sollten die weiter Verschleiß erleiden, wir aber auch bald, weil unsere Militärvorräte massiv runtergehen. Ja. Nein. Okay, die kriegen Verschleiß, gut. Möge Gelächter in den Sälen erschallen. Wir schauen, dass wir schnellstmöglich hier runterkommen. Ich habe zwar gesagt, wir bleiben noch ein bisschen da, aber... Okay, da ist noch kein Unterschied dabei. Wieder einmal spüre ich die Wärme der Gut, ansonsten Unterstützung, totischer Mönch. Werden wir demnächst einsetzen, ansonsten Ränge, ja, haben wir alles. Ernennungen. Ist auch alles klar, gut. Nahrung passt super dabei. Und hier ist auch alles in Ordnung. Hier wird die, okay, die Zufriedenheit geht ein bisschen runter in zwei Provinzen, aber derweil egal, ist noch nicht so brenzlig. Wir beenden die Runde mal. Wir bieten euch gerne eine Gelegenheit, um Ehre zu erlangen. Ist Liu Dai nicht ein Vasall von der Lady Wu? Wir lehnen das mal ab. Dabei. Er würde uns 3000 geben, aber... Wenn ihr es so wollt. Okay, der macht hier nichts da Kong Rong. Sehr gut. Die erste Regel der Diplomatie ist es, zu wissen, mit wem man es zu tun hat. Mhm. Jeder Kriegsherr geht die Diplomatie anders an. Einige sind geschickter, anderen kann man leichter vertrauen und wieder andere werden sich gegen euch wenden, wenn ihr Schwäche zeigt. Okay. Ja, man soll sich also vor aggressiven und verräterischen Personen in Acht nehmen. Ist klar. Dong Min hier, Fraktionsnachfolge. Unser Spion wurde in eine andere Fraktion ausgesandt. Dort wird er eben durchs Land reisen und sich beim Adel beliebt machen.
und wird ein geheimes Netzwerk für uns aufbauen. Okay. Gut. Cool. Beziehungen vertiefen sich, weil Waffenbrüder. Ah, hier können wir dabei nichts machen. Abziehen könnten wir ihn. Hier, okay. Entweder wird er hier rekrutiert. Oder wird als Verwalter. Cool, da können wir dann Sachen machen. Nach General werden und dann Mitglied der Herrscherfamilie werden. Wow. Das ist ja cool. Fünf Gewinn pro Runde. Und hier vier Gewinn pro Runde. Das ist echt geil. Wir hätten ihn vielleicht woanders hinschicken sollen, aber derweil egal. Ziemlich coole Mechanik. Das gefällt mir. So, sonst können wir nochmal schauen. Hier in Behai können wir das bauen. Wir könnten hier die Stadt aufrüsten. Machen wir das doch einfach. Kostet zwar viel, ist aber gut. Okay, dann bringen wir diese Armee mal hier runter. Zur Erneuerung der Ordnung. Und sollten dann eigentlich in der Lage sein, zu zweit angreifen zu können. Ja, delegieren das Ganze. Und zwar aus dem Grund, weil für Liu Bei bald die Vorräte zu Ende sind und der dann Verschleiß erleidet. Heute hat die Wahrheit gesiegt. Relativ marginal, was wir da verloren haben. Wir besetzen das. Für den Wiederaufbau müssen wir das Fundament legen. Okay, was können wir hier machen? Wir können das reparieren. Hier genau das, was wir wollen. Nutzt ihr Hof. In den Krieg. Okay. Weiter geht's dann nach Süden. Hier Fischerhafen und ein Holzplatz und ich glaube, das war's dann eh. Ja, der Holzplatz ist die Fraktion. Ah, hier ist noch ein Ackerland, okay. Und dann werden wir wahrscheinlich dem Han-Kaiserreich den Krieg erklären und damit Dong irgendwem. Wie auch immer er heißt. Irgendwo da war er. Gongdu. Nun ja, werden wir dann schauen. Gut, eine Reform. Vielleicht sollten wir in Richtung weiterer Handelsabkommen gehen. Wir haben auch einige Handelsgebäude, das heißt, es kann nicht schlecht sein. Und da bekommen wir, was kriegen wir da Cooles? Onyx-Drachen, leichte Bogeninfanterie, geil. Okay. Schauen wir, ob wir gleich ein Handelsabkommen finden. 2 von 4, ah, wir haben dadurch, dass wir zweiter Marquis sind, auch ein Handelsabkommen dazu bekommen. So, haben wir auf jeden Fall zwei, die auf jeden Fall dabei sind. Hier bekommen wir 447 pro Runde. Okay. Ein gutes Angebot. Okay, und dann hier. Können wir auch verhandeln, wie viel kriegen wir? 439 Abkommen unterzeit. Oder schauen wir mal. Wir können natürlich noch Kohle rausholen. Fuck, das habe ich vorher vergessen. Gib Geld. Sogar gar nicht wenig. Oder war es genau bei 0 vorher? Shit. So, ist in Ordnung. Euer Angebot ist angemessen. Jujut. Soweit, so gut. 25 Nahrung. Okay, wir können wirklich anfangen, voll auszubauen. Besetzung ist klar. Konterei gesichert. Haben jetzt hier die ganze Konterei. Ein Auftrag. Jo, wir können den Auftrag abschließen. Was wollen wir hier? Ich glaube, wir werden eine von denen nehmen, die eher unzufrieden sind. Hier Dong zum Beispiel. Dort einen Auftrag erstellen und zwar in der Zufriedenheit. Das kostet uns zwar 5 Einheit. Ist aber egal. Und das sind nur die Anfangskosten. Ist in Ordnung.
Passt. Sonst Eigenschaften. Herzlich, Liu Bei. Na gut. Vor ein paar Runden hat er noch seine Soldaten ausgepeitscht, jetzt ist er auf einmal herzlich. In Ordnung. Ja, okay, wir beenden mal die Runde. Wer mir im Weg steht, wird ausgelöscht. Ach, die Biatch hat uns den Krieg erklärt. Sheng Chang, glaube ich, heißt sie. Zeng Yang, Sheng Chang, whatever. Das erkennen wir an. Gut, wir können hier um Hilfe rufen. Ja, mach mal. Alle drei treten bei. Loyale Anhänger, Familienmitglieder und andere ohne Posten werden an euren Höfen Posten übernehmen. Diese Hofadligen können Fähigkeiten besitzen, die sie zu guten Kandidaten für Beförderungen zu Verwaltern und Ministern machen. Ja. Charaktere ohne aktive Funktion wie Generäle, Verwalter oder Minister sind Hofadelige. Diese Charaktere können als potenzielle Nachfolger für zukünftige Posten behandelt werden oder Aufträge übernehmen. Passt. China schlachtet sich offensichtlich ab. Okay, Spion rekrutiert. Oh. Einer unserer Spione hat diese Fraktion erfolgreich unterwandert. Sein Potenzial für gute Arbeit wurde erkannt und er hat durch eine Empfehlung einen Sitz als Hofadeliger bekommen. Nice. Unterstützung. Okay. Hier Liu Bei erhält hier zusätzliche Einheiten und wir werden hier mit Doufu vorrücken. Auf diesen Holzplatz. Wir können das Ganze delegieren, beziehungsweise eigentlich können wir sie aushungern. Mal kurz, wie sieht es hier mit den Militärreserven aus? Sehr gut. Okay, hier unten ist noch eine Armee, die wird aber nicht in einem... Ah doch, schau mal, vielleicht kommt er dazu. Wenn er dazu kommt, werden wir einen Liu Bei dazu holen und dann zusammen angreifen. Okay. So, ansonsten... Wie mir eben mit Zhang Shao Krieg... Wo auch immer die ist... Hier. Ah, Blödsinn, mit der man ein Handelsabkommen. Hier mit Sheng Shang. So, bitte die Namen. Sheng Yang. Oder was? Sheng Yang. Wo ist er denn? Die. Da. Die ist hier oben und hat unseren Krieg erklärt. Wieso zum Teufel? Das macht überhaupt keinen Sinn. Null. Aber gut, wenn das das Spiel so will, ist in Ordnung. Naja. Und holy crap, wir machen viel Kohle. Okay. Genug aber für diese Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht, diese Runde. Ja, wir haben das Ganze wirklich ins Laufen gebracht jetzt und erweitern unser Reich immer und stetig weiter. Gut, hinterlasst doch ein Like oder einen Comment oder ein Abo, wenn es euch ganz gut gefallen hat. Ich freue mich aufs nächste Mal. Schönen Tag noch, euer Apex Bull. Ciao.